Ja, ja, der Otto. Grüß dich Otto, Servus. Das ist der Otto. Herr Otto, wir kennen uns schon. Wir haben uns am Fundbüro. Im Fundbüro haben wir uns getroffen. Da hat er sein Geldbeutel verloren. Ja. Und er hat nicht mehr gekriegt. Aber ich habe ihn wieder gefunden. Also sie haben ihn gefunden, ich habe ihn wieder gekriegt. Und mei, der Otto hat. Er hat ein Ding gehabt, eine Wäscherei. Du hast eine Wäscherei hat er gehabt. Und mit der Wäscherei, das ist nicht so sein, wie sagt man so, seine Berufung. Der ist bergab gegangen. Und dann hat er da finanziell bergab. Und dann hat er es mit der Würstelbude probiert. Dann hat er die Würstelbude gehabt. Aber das war nicht die Würstel. Da war eher eine arme Wurst. Da sind eben die, weißt du, diese Hygienefanatiker da, die Spürhund. Die sind eben draufgekommen und dann war es, also da haben sie alles mit der Hygiene und hat das einstellen müssen. Und dann war er wirklich finanziell schlecht benannt und hat er das Glück gehabt. Du hast ja das Glück gehabt, kann man eigentlich sagen, weil er hat einen Autounfall gehabt, da ist ja nicht so viel passiert. Irgendein bisschen Trauma und dann hat der Verursacher hat zahlen müssen. Der hat eine schöne Lacke hingelegt. Und das hat finanziell, das war ein Schuss in den Arm, wie man sagt. Das war doch wieder. Das war schon. Aber dann, ihr versteht, hat er Hühnerzucht aufgezogen. Und hat mit der Hühnerzucht, Scheiße. Und da sind Salmonellen dahergekommen und dann doch die Garde mit der Vogelgrippe. Und Versicherung zahlt nichts, weil die sagen höhere Gewalt. Und jetzt sagt der Otto, jetzt warten wir wieder, vielleicht. Kommt noch mal ein kleiner Autounfall. Das wäre günstig. Ein Autounfall, wo ja nichts passiert, aber finanziell, wo einer. Da ist ja die Frau Dierlbeck. Die Frau Dierlbeck, siehst du das? Ja.